Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Draußen ist es kacke heiß heute, deswegen werde ich mich sehr gut konzentrieren können, das weiß ich jetzt schon. Ich warte inzwischen nur noch auf den Winter, was Ende Juni wirklich eine tolle Idee ist. Ja. In-game ist es einige Zeit her, seit das letzte Mal etwas passiert ist, einige Zeit jetzt weg gewesen. Deswegen habe ich das Spiel bestimmt inzwischen über 2 Wochen nicht mehr gespielt. Wir sind auf dem Weg zur Kristallhöhle, um zu gucken, da sich dort das letzte Zahnrad der Zeit anscheinend befindet. Die Besprechung ist gerade rum, Plauderguy ist auch... Deswegen hat die Musik nicht gespielt. Machen wir uns auch auf den Weg, Schmünter, auf zur Kristallhöhle. Ja, na dann. Mystery Dungeon bin ich aber keinesfalls eingerostet, weil ich an einem einzigen Wochenende, während ich weg war, so ungefähr fast das... Also ich würde denken, 2 Drittel von Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit habe ich an dem Wochenende geschafft. Das erste Drittel hatte ich schon, Bonus-Story habe ich mir gezählt. Nicht unbedingt die besten Items. Ich weiß jetzt nicht genau warum, aber ja. Lags sind wieder vorhanden. Zumindest mal YouTube im Background zugemacht. Vielleicht bessert das zumindest ein bisschen. Mein eines Band habe ich ja anscheinend verloren. Zielbeere könnte ich durchaus mal noch brauchen. Uff, ich muss natürlich auch... Hallo? Ausgetappt, alles klar. Wegen dem Zimmer, in dem ich hier bin, sitze ich schön fett. Dachgeschoss vorm Fenster gerade. Gönnoma. Digga, richtiger Gönnjamin, der Barmherzige. Hinterfragt es nicht. Warte, ich sollte vielleicht noch einen Belebersamen mehr mitnehmen. Auch wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass vor allem im Vergleich... die 3DS Mystery Dungeons schon deutlich schwerer sind als dieses hier, weshalb ich eigentlich nicht so große Probleme haben dürfte. Oh, ich habe nur einen mehr, dann lasse es bleiben. Sicher kommt man da nicht durch. Mal kurz bei Chanera vorbeigucken. Irgendwann muss es ja auch mal schlüpfen. Jawohl. Nidoran. Komm meinetwegen mit. Auf das Zeichen habe ich keinen Bock, auf das weibliche Zeichen. Nidoran trollt sich, Alter. Ja, ergibt natürlich Sinn. Pokémon-Ei bekommen, ausgebrütet. Das erste, als das Ding geschlüpft ist. Hey, kann ich bei euch ins Team? Hallo? Irgendwas stimmt gerade nicht. Und es ist auch relativ offensichtlich. Was nicht stimmt. Wenn man die tolle Situation hat, dass man das Laptop-Ladekabel reinsteckt in Steckdose und Laptop, bloß die Verbindung zwischen den beiden Hälften nicht zusammen ist. Ja, mein Laptop hatte sich auf den Energiesparmodus umgeschaltet, das ist gerade passiert, was mich verwirrt hat. Ja, auf zur Kristallhöhle.
Das ist also die Kristallhöhle. Irgendwo in dieser Höhle müsste es einen Durchgang geben, der zum See von Tobutz führt. Aber wenn wir jeden Winkel durchsuchen, wird es ewig dauern. Gehen wir als erstes einfach so weit wie möglich rein. Lassen unser Bestes geben, Schmünter. Ja. In der Höhle ist es bestimmt schön kühl. Vor allem, wenn man so tief reinkommt wie mit einer Treppe 2 Zentimeter neben einem. Ja gut. Das leckt by the way nicht, das sieht nur so aus. Ja, es leckt. Also wo heute schon so Motivation ganz hoch ist, Konzentration ebenfalls, habe ich einen tollen Witz für euch. Level 22. Weil sitzen zwei Leichen auf der Mauer, fällt eine runter, beide tot. Ha. 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 Ich sehe jetzt schon, das wird eine klasse Folge heute. Zusammen stehen wir das Wetter hier durch. Ich bin froh, dass ich die Premiere für heute Abend schon vor einiger Zeit aufgenommen habe, als es noch nicht so heiß war. Ich will nicht wissen, wie mit der Konzentration vorlesen geworden wäre. Da oben war die Treppe. Gut zu wissen, auf dem Weg muss ich noch 1-2 Schlangen essen offensichtlich. Ja. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ne? Heute Abend Premiere der ersten, weiß nicht, ob es noch eine zweite geben wird, Spezialepisode der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Nett verpassen und Like da lassen, Mashallah. Den Gelbgummi sollte ich mir unbedingt im Pandir-Café mixen. Willst du mich ver... Habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, dass diese... Hä? Ich hab in letzter Zeit viel Undertale gespielt. Deswegen war ich jetzt darauf eingestellt, dass X zurück ist. Aber X ist hier ja bestätigen. Ja, das Ding da wird jetzt eh krepieren. Lecker Stein. Man merkt, hier in dem Spiel ist es halt angenehm, dass man mit dem normalen Schlag noch relevant Schaden macht. In den 3DS-Teilen macht man egal. Wirklich komplett egal, was letztendlich los ist. Egal, was für Werte man hat, man macht immer 5 Schaden mit dieser Attacke. Und das ist dann halt wirklich gefühlt ab dem zweiten Dungeon useless. Schon wieder X gedrückt statt Z. Weil Z ist das hier auf der Tastatur, was B auf dem DS ist. Oh, gerade kommt Wind durchs Fenster, alter Ehre. Ehre. Genauso wie die Treppe. Mit denen läuft es heute auch mal wieder. Mal im Ernst, das ist hier in Team Himmel so richtig angenehm. Von den 3DS-Teilen kenne ich das gar nicht. Da
da brauche ich, hier habe ich ja das merke ich immer. Ich brauche im Durchschnitt pro Ebene ungefähr eine Minute. Auf dem 3DS brauche ich pro Ebene im Durchschnitt 5. Und das ist halt dezent belastend. Oh, schon wieder X gedrückt. Also wenn es so läuft, brauche ich natürlich länger als eine Minute pro Ebene. So brauche ich etwa 2,5 Stunden. Selber getötet, lol. Oh. Also, okay. Hätten wir ein 3DS Mystery Dungeon hier gerade vor uns, wäre die Treppe auf jeden Fall oben rechts gewesen, da ich gerade da nicht lang gelaufen bin. So läuft das in dem Spiel. Ehrlich gesagt, in dem Spiel, das sind zwei. In Super Mystery Dungeon und Portale in die Unendlichkeit. Immer. By the way, wo wir gerade von mehreren Mystery Dungeons reden, ich kann euch nur empfehlen, mal das gestrige Video anzugucken, indem ich die Spielreihe analysiert habe, indem ich jedes Spiel bewertet habe, auf verschiedene Punkte aufgeteilt und am Ende meine persönliche Top-Liste, die für viele wahrscheinlich verdammt überraschend ist, als ich die dann noch gemacht habe. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, sich mal reinzuziehen. War außerdem verdammt aufwendig. Würde mich freuen über Support dafür. Und weißt du, wer keinen Support kriegt? Genau, du Cognodon. Genau, und du wirst jetzt wieder normal schnell. Das Ding hat mich verlangsamt. Z. X. X. Okay, so kann ich vorbeilaufen, Ehre. Beachtet mich nicht. Okay, ein Glück hatte ich den Star-Orb dabei. Monsterräume sind auch wirklich so eine Sache, die wirklich in jedem Mystery Dungeon auf den Zeiger geht. Ebene 10 geht wieder gut voran heute. Geht wieder gut voran heute. Das Schilterus ist jetzt tot. Implosivsamen nochmal mitnehmen. Der Magen knurrt schön, das ist bei mir Dauerzustand, da mache ich mir inzwischen keine Gedanken mehr. Autsch. Falscher Knopf. Oh nee, in dem Spiel kann man ja gar nicht den Platz switchen. So, und jetzt hast du ein Problem. Du hast nämlich meinen Angriff stark erhöht.
Seit wann ist Unlicht eigentlich nicht sehr effektiv gegen Stahl oder Gestein? Ach, übernimm du das. Ich glaube zumindest, das Ding ist Stahlgestein. Ja, das würde auch erklären, warum Pflanze neutral ist. Auf Stahl nicht sehr effektiv, auf Gestein... Doch, natürlich, auf Gestein sehr effektiv. Ergibt insgesamt neutral. Und die Falle kann mich mal. Ich will schon heute mit dem Dungeon durchkommen, sagt er und läuft in eine Sackgasse. Hab ich Äpfel eingepackt? Okay, scheiß drauf. Kristallhöhlentiefen. Ist das der tiefste Punkt der Höhle? Hey, Schmünter, da. Oh, ein Triforce. Sieh die drei Kristalle an, die sind ja riesig und sie haben unterschiedliche Farben. Das sind eindeutig besondere Kristalle. Auf dem Weg hier haben wir nichts Außergewöhnliches gesehen. Also sind diese drei Kristalle bestimmt ein Hinweis, Schmünter. Sie bergen sicher irgendein Geheimnis. Ja, ach. Ergibt Sinn. By the way, als wir das Safe getroffen haben, da war ja auch dieses Rätsel mit Grudon und so. Ja. Und beim Untergrundsee musste man so Treibsand rein da. Weißt? Also irgendwas muss hier ja auch noch sein. Oha, der ändert seine Farbe, wenn man ihn berührt. Das finde ich lustig. Vielleicht haben die was damit zu tun, berühre sie mal selbst. Well. Die Farbe ändert sich, wenn ich ihn berühre. Überraschung. Und er bekommt jedes Mal eine andere Farbe, nicht immer dieselbe. Die ändert sich, da ist sicher nicht mit dem Begriff, dass es jedes Mal anders ist. Drei Kristalle, die ihre Farbe ändern. Was könnte das nur bedeuten? Ein dimensionaler Schrei. Rufe. Ich verstehe, es gibt drei spirituelle Elemente. Wissen, Gefühl und Stärke. Turbit steht für die Stärke, ist das starke Wesen. Stärke ist das, was uns antreibt. Sie ist eine Kraft, die uns alle vereint. Sich zu vereinen heißt eins zu werden, wenn die Farben der Kristalle ganz zufälligerweise eins würden. Welche Farbe hat das Element von Tobutz? Das ist die Frage. Tobutz liegt am Kristallsee. Außerdem muss das Element von Tobutz mit den Kristallen verbunden sein. Ja, das ist das einzig Schwere. Irgendwie zumindest. Welche Farbe müssen die alle haben? Das war... ganz anders als in meinen vorherigen Visionen. Ich habe nur eine Stimme gehört. Nee, warte, stimmt nicht. Das war schon mal so. Das war bei der Statue von Grudon. Damals habe ich auch nur eine Stimme gehört. Aber warum? Was denn los? Oh, hattest du eine Vision? Hat sich wieder ein dimensionaler Schrei ereignet? Ich hab's gewusst. Ich bin schlau. Also ja, die Farben der Kristalle müssen eins werden. Mann, ist das schwer. Du hast wohl eine Idee, was wir tun müssen? Welche Farbe sollen sie wohl haben? Die Farbe der Stärke. Farbe des Elements von Tobutz am Kristall. Kristallseehöhle. Ist das Element von Tobutz vielleicht kristallklar? Und Tobutz selber ist blau? Okay, mach du die Drecksarbeit. Ich gucke in der Zeit zu.
Wow. Oh mein Gott, ein Erdbeben. Kame, hallo, Ibims. Bitte, was ist das? Da ist eine riesige zerklüftete Öffnung in der Mitte. Meinst du, wir sollten da rein? Vielleicht kommen wir so zu dem See, an dem Tobutz lebt. Diese drei Kristalle waren der Schlüssel. Sie haben den Weg offenbart, der zum Zahn der Zeit führen könnte. Gehen wir rein, Bruder. Kristallstraße U1. Das schaffe ich vermutlich heute nicht mehr, wenn es nicht läuft wie. Wenn es nicht sahniger läuft als der Regenwald, Alter. Was hat das jetzt eigentlich für einen Sinn ergeben? Noch ein Level-Up, Sniggen. Guck mal, was wir da oben haben. Die Treppe zu U2. Ein Appellohr. Eine TM. What the fish? Ja, hohe Volltreffer. Parate, 3 Sterne, 4 Sterne bei den Stats. Senkt eventuell Spezialverteidigung. Ich glaube, das war eine gute TM für mich. Zur Feier des Tages zünde ich einen Kokon an. Was frisst du? Junge, Käferbiss ist so eine nervige Kackattacke. Jetzt mal for real. Ich hasse in Mystery Dungeon eben die Attacke. Oh Gott, meine Leben werden langsam. Mach du das mal. Aber ich meinte eigentlich nicht mit Solarstrahl. Ich wollte mal Energieball sehen. Wieder Z und X verwechseln. Stop it. Ja, okay, das kann safe. Weder Schmünter noch Fragezeichenmänner lernen. Wäre das jetzt Donnerblitz gewesen, dann hätte ich ganz weit losgemusst. Verwirrungsfalle. Wurde zum Glück nicht aktiviert, hätte nur unnötig Zeit gekostet. Unten für wie? Ich meine, hä? Warte, was? Zünd ihn an, Fragezeichenmann. Du bist zwar ein Pflanzen-Pokémon, aber zünd ihn an. Oh, jetzt muss ich auch noch verfehlen. Schiebung. Und ihr sollt nicht immer dem Team beitreten wollen. Mann, wäre ich am Anfang in die andere Richtung gelaufen, wäre ich ja instant da gewesen.
und guckt euch mal das Ding da an. Digga, der denkt, der rasiert mich mit dem Rasierblatt. Lol. Ach, guckt mal, was wir hier haben. Die Treppe. Mal ernst, gegen Wasser-Pokémon bin ich dezent. Oh, Ehrensamen. Da war wieder Gönjamin, der... Scheiße, wie war das? Ich hab schon wieder vergessen, wie ich selber gesagt habe. Ah ja, klar, da war wieder Gönjamin, der Barmherzige, am Start. Oh, guck mal, was wir da haben. Die Treppe. U7. Oh, guck mal, was wir da haben. Genau. Die Treppe. Oh, guck mal, was wir da haben. Oh, doch nicht. Natürlich. Oh, wenn jetzt nur noch so Viecher gekommen. Geh mir mal aus dem Weg. Das ist nicht außerhalb meines Weges. Das ist nicht außerhalb meines Weges. Das ist nicht... Gott, Jesus Christus im Himmel, Alter. Hat man gemerkt, dass mich dieses Ding leicht genervt hat, das Charmian? Oh Gott, mach ich wenig Schaden. Hätte das Gift jetzt gewirkt, dann wäre ich tot gewesen. Aber ich habe mehr als genügend Zinelbeeren dabei, um mir mal eine zu schnabulieren. Alter, der Energieball hätte das Ding one-hitten können. Außerdem liegt hier ja noch einer. So, U9. Guck mal auf. Ich wollte schon wieder sagen, dass da die Treppe ist, bevor ich es überhaupt gesehen habe, ob sie da ist. Wow, Freeze. Guck mal, ich bin aufgetaucht. Getaucht? Und das Ding hat irgendwie ein bisschen arg viele Leben. Fragezeichen. Nee, hä, nochmal Schmünter. Hat der jetzt nicht zwei Level? Oder doch, doch, stimmt. Na, Fragezeichen, man hat da eins dazwischen. Boah, dann nimm halt den Orb, aber lass mich ja aus dem Spiel. Willst du mich jetzt verarschen? Und das musstest du jetzt wirklich unbedingt angreifen. Das, wie zur Hölle sieht dieses schlafende Vier-Non-Tor aus? Oh, Junge! Ich wollte mir noch mal geben, wie dumm dieses Vier-Non-Tor aussieht. Fragezeichen mehr. Oh, was haben wir denn da? Die Treppe. Überraschung. Oh, was haben wir denn? Einen Moment.
Was haben wir denn da? Die Treppe. Oh, was haben wir denn da? Okay, eins ist hier im Raum geblieben. Und da oben sehe ich gleich zwei neue. Das ist die letzte Ebene für heute. Und ich könnte mir eigentlich auch vorstellen, die letzte für den Dungeon. Okay, dann haben wir das Vieh weg. Absol macht einen normalen Hit und wird auch krepieren. Das ist übrigens Azwinger, was hier die ganze Zeit irgendwelche Effekte macht. Machst du jetzt wirklich Solarstrahl? Fragezeichen, man. Ich meine, es macht klar viel Schaden, aber ist auch unnötig. Wenn du normal angegriffen hättest, hätten wir es auch früher besiegen können. Wie wäre es mal mit der Treppe? Warum tauchen eigentlich immer zwei von denen, ein Absol und ein Phenontor auf einmal auf? Sehr schön leer gelutscht. Essen wir's! Oh, ich könnte gerade auch richtig guten Eiswürfel lutschen, Alter. Ja. Weiter kommentieren tue ich das. Oh Gott, Absol. Guter Damage. Schlechter Damage. Digga, nimm doch nicht den Solar. Genau, lauf einen Schritt vor. Ich bin dezent im Eimer. Dieses Ding darf keinesfalls zum Angriff kommen. Okay. Das nächste. Die Ebene muss jetzt aber noch mal so lang dauern, ne? Das schaffst du schon. Digga, das Ding geht einfach auf mich. Stahlflügel brauche ich jetzt eher weniger für eins meiner Pokémon. Und dich brauche ich ebenfalls nicht, Charmian. Statusprüfer bringt auch nur dem Partner-Pokémon was. Man verfolgt und kontert in diesem Spiel halt tollerweise. Und das macht's echt mies. Ich weiß nicht, wenn's One-Hit. Wenn es One-Hit ist, kontert es normalerweise nicht. Komm, Alter, lass mich doch einfach noch das hier schaffen. Ja, ich lasse es kommen. Und gehe dann einfach auf Tackle. Reicht das? Ja. Mit dem Crit auf jeden Fall.
Und das war's für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Wir stehen wirklich super kurz vor den 100. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dann. Ciao.